Neuester Artikel von dir ist, oder einer der Artikel ist hier bezüglich des Ost-West-Konflikts, ja, dass die neue Weltordnung auf den Trümmern Europas errichtet werden soll. Der Deutschland-Korrespondent des russischen Fernsehens hat seine Einschätzung kundgetan. Wie wird das Ganze denn auf russischer Seite wahrgenommen, diese Selbstkasteiung? Wie sieht die russische Medienlandschaft das Ganze? Die Russen schütteln nur noch den Kopf. Also, wie gesagt, es ist für die Russen relativ unbegreiflich. Nicht, also rein sachlich können sie ja verstehen, okay, ihr seht uns alle als Feinde, fein, wir sind im Wirtschaftskrieg. Aber dann mache ich doch Maßnahmen, die dem Gegner schaden und nicht mir selbst. Das ist das, was die Russen wirklich nicht begreifen. Europa schadet sich nur und den ganzen Tag selbst. Also, da ist ja nichts, was die Europäer tun, was Russland wirklich schaden würde. Diese ganzen Reduzierungen von Gas und so weiter haben dazu geführt, dass die Preise explodiert sind. Russland verdient jetzt an Öl und Gas mehr als vorher. Sie verkaufen weniger und kriegen mehr Geld. Also es ist irre. Und das kriegen die wirklich nicht auf die Reihe. Und wir kommen gleich noch dazu. Es ist ja so, dass die Sanktionen den Europäern schaden, der EU, nicht den USA. Und darum hat also inzwischen der russische Kommentator, also der Korrespondent in Deutschland, hat schon gesagt, ja, anscheinend wird die neue Weltordnung, von der alle reden, auf den Trümmern Europas errichtet, weil Europa wird das nicht durchstehen, was jetzt kommt. Wie steht der Ist nicht Rubel? möglich. Wie steht der Rubel momentan? Ich habe nicht, warte mal, kann ich nachgucken. Weiß ich nicht, gucke ich nach. Rubel Euro. Und noch eine Zusatzfrage. Hast du davon gehört, dass der Gaspreis um 40% gefallen ist schon? Der ist ja Börsenkurs, der kann hin und her fallen, der ist mal bei 1000, mal bei 2000, also ne, da geht er mal hoch und mal runter. Oh, Gott sei Dank, der Rubel ist schwächer geworden, mein Geld ist wieder mehr wert. Das darfst du jetzt aber in Russland nicht so laut sagen. Doch, doch, also auch die Russen sind inzwischen genervt. Wieso? Also Weil. das ist den Russen ist das auch unheimlich, was passiert. Also zum Beispiel, wer jetzt gerade Probleme hat, zum Beispiel ist die russische Goldminenindustrie. Die haben ihre ganze Fertigung auf Kurse von 80 Rubel für einen Euro abgerechnet und die gehen die Kosten durch die Decke. Die finden das gar nicht witzig. Also ist nicht so, dass die Russen begeistert werden von diesem Rubelkurs. Auch wenn sie dadurch natürlich im Augenblick, was ich im Ausland billiger Urlaub machen können, aber wir wissen, wie das mit Ausland ist momentan, ist eher schwierig. Also nur Türkei oder so. Und da ist eh die Inflation gigantisch. Also der Kurs vom Rubel ist jetzt gerade seit 29. Juni hat er Höchststand gehabt gegenüber Euro. Da war 54 Rubel 1 Euro, jetzt ist es 64. Gott sei es gedankt. Hältst du diesen Höhenflug des Rubels für eine temporäre Erscheinung, solange der Ja. Konflikt jetzt läuft? Oder was denkst du, wann sich das wieder einpegeln wird? Also es gibt Leute, die erzählen, Ende des Jahres ist er wieder bei 80, 90, wo er hingehört, wo er die letzten Jahre war. Es ist so, darf man nicht vergessen, in Russland sind ja ganz viele westliche Firmen abgehauen. So, das bedeutet, da hast du jetzt ein Problem. Die Leute könnten arbeitslos werden, was ich, Restaurantketten dicht, Handelsfirmen dicht, Fabriken dicht und so weiter. Das würde Arbeitslose kosten. Das wollen die Russen nicht und darum hat die russische Regierung gesagt, ihr habt alle einen Monat Zeit, dann könnt ihr euch langsam überlegen, ob ihr jetzt wieder anfangt zu arbeiten, sonst enteignen wir euch. Und beim Enteignen, das ist aber nicht wirklich Enteignen, sondern es ist immer noch Kauf. Das heißt, da kommt ein russischer Investor und sagt, ich kaufe den Laden, aber natürlich weit unter Preis. Aber das Geld muss ins Ausland, die Käufe müssen in Dollar und in Euro gemacht werden. Und das ist wohl der Grund, warum die Zentralbank alles daran gesetzt hat, den Rubel so stark zu machen. Weil das für die russischen Investoren dadurch doppelt günstig ist. Erstens ist der Preis eh runter, weil die Westler keinen Spielraum zu verhandeln haben. Und zweitens kriegen die Russen im Augenblick für ihre Rubel unglaublich viel Euro und Dollar. Und es wird vermutet, dass in dem Augenblick, wo dieser Prozess abgeschlossen ist, wo sie also die westlichen Firmen, die jetzt das Land verlassen wollten, übernommen haben, dass der Kurs dann zurückkommt. Und ich hoffe darauf, weil sonst ist mein ganzes Geld nichts wert. Du Armer. Ja, ich weiß, naja, du weißt, wir werden alle nicht reich bei unserem Job und ich habe mein Geld dummerweise in Euro gehalten. Das war nicht so gut. Wie siehst du denn die Berichterstattung in Deutschland bezüglich der ganzen Wirtschaftskrise? Weil der Titel vom Spiegel in der nächsten Woche, der nimmt das Ganze ja schon mal In der vorweg. letzten Woche, also das ist Le jetzt sehr letzte aktuell. Woche, ja genau. Der Spiegel Nummer 27. Wohlstandskiller Inflation. Man sieht den Gründer des Wirtschaftswunders, Erhard, heißt er glaube ich, Ludwig Erhard war es, gell? So hieß er. Mit seiner, der hatte immer so einen So ein Stumpen. Stumpen im Mund, der ja, so eine Zigarette mit so einem, wie nennt man das, so einen Aufsatz, ja, so ein
Und Ja, so sehr genau, wie heißen die genau, weiß ich gar du nicht. weißt, Also was ich meine, ja, wo man die Zigarettenstummel. Zigarette reinsteckt und dann eben dann so ein Plastikteil hat. Und er verbrennt hier locker die Euros gerade. Der Spiegel, schreibst du, mal wieder ein gutes Stück Desinformation rausgehauen, weil in der Titelstory handelt es von der Inflation und der kommenden Verarmung, aber die Ursachen und vielleicht eventuelle Lösungen für diese Entwicklung, die findest du in diesem Artikel nicht, oder? Ja, die findest du auch nicht. In dem Artikel wird also wirklich nur, und das ist wirklich Verarschung vor dem Herrn. In dem Artikel geht es nur darum, welche Konzepte SPD, Grüne, FDP und so weiter haben. Die Politiker, das Klein-Klein der Berliner Politik wird diskutiert. Die haben alle irgendwelche Ideen, die alle Schwachsinn sind, weil sie früher nicht funktioniert haben und heute nicht funktionieren. Weil also das Problem bei Inflation ist relativ einfach. Wenn die Inflation hochgeht, dann könntest du sie senken, indem die Bundesbank die Zinsen erhöht. Wenn die Bundesbank oder die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöht, ist das sofort ein Killer für die Wirtschaft. So, das heißt, wenn du Inflation kriegst, bist du immer gefangen zwischen dem Problem, wenn ich es schnell lösen will, ne, lebe ich mit der Inflation oder haue ich die Wirtschaft an die Wand? So, das heißt, all die Konzepte, die der Spiegel in seiner Titelstory, und das ist ja, die Story ist ja mal sehr lang, alles, was der Spiegel da erzählt, ist wirklich Bullshit vor dem Herrn, wo es nur darum geht, was welche Papnase in Berlin sagen darf. So, dass man dieses Problem relativ einfach lösen könnte, man muss nur die Probleme aufzählen, wo die Inflation herkommt und gucken, was kann ich machen, wird nicht erwähnt. Ne? Also wie gesagt, nochmal, Energiekrise. Der Haupttreiber der ganzen Inflation ist die Energie. So, könnte man morgen ändern. Macht Nord Stream 2 auf, gibt den Russen die Verdichterturbinen von Nord Stream 1 wieder. Sagt den Polen, die kriegen keinen Euro mehr aus Brüssel, wenn sie nicht ja mal wieder aufmachen. Und sagt der Ukraine, sie kriegt keinen Euro mehr aus Brüssel, wenn sie nicht ihre Pipeline aufmacht. So, dann wäre Gas da. Das Gas wäre halbwegs günstig und man könnte das Energieproblem und die Inflation sofort lösen. So, gleiches gilt für Lebensmittel, ist damit verbunden. Die Lebensmittelpreise werden erst im nächsten Jahr richtig explodieren, weil dann wird es kommen, dass es keine Düngemittel mehr gibt. Dieses Jahr waren sie knapp, aber nächstes Jahr wird es richtig eng, weil russische und weißrussische Düngemittel sind aufgrund der Sanktionen praktisch nicht verfügbar. Weißrussische sind sanktioniert, bei russischen sind es die Banken, du kannst es nicht kaufen. Ne? Also die EU sagt ja immer, ja, wir haben ja keine Sanktionen gegen Düngemittel, ja, aber gegen Banken. Wie will ich da mal was kaufen, wenn ich es nicht bezahlen kann? Also indirekte Sanktionen. Und durch die hohen Gaspreise, Energiepreise, machen in Europa die ganzen Düngemittelfabriken dicht, weil die Produktion von Düngemittel energieaufwendig ist. Kann kein Mensch mehr bezahlen. Ist auch gar nicht da, die Energie. Das heißt, wir werden eine viel miesere Ernte haben, wahrscheinlich dieses Jahr schon, nächstes Jahr ganz extrem, weil es keine Düngemittel gibt. Nicht genug. Da wird über die Hälfte der Weltproduktion wird wegfallen. So, nächstes Problem könnte man morgen lösen. Ja, ein paar Sanktionen gegen Banken aufheben. Beim Gas waren wir schon, könnte man das auch lösen. Lieferketten haben sie mit Corona zerschossen, haben wir oft genug gehabt. Und also da kann man nicht so viel machen als deutsche Regierung. Und wo man auch nicht so viel machen kann, ist die systemische, nicht mehr viel, haben sie ja früher versaut. Die ganzen Corona-Hilfen haben das ohnehin aufgeblähte Finanzsystem dazu gebracht, dass die Inflation jetzt bei den Menschen angekommen ist. Ne? Sie haben Geld in die Leute gehauen, ohne Gegenwert. Billionen gedruckt, in die Realwirtschaft gepumpt, diesmal nicht ins Finanzsystem. Und darum habt ihr plötzlich Inflation. Seit 2008 pumpen sie das Geld ins Finanzsystem. Wir hatten Inflation an den Börsen. Ne? Also Corona, größte Wirtschaftskrise aller Zeiten, aber die Aktienkurse explodieren, weil wir da eine Inflation haben im Finanzsystem. So, und jetzt durch die Corona-Maßnahmen ist die Inflation bei den Menschen angekommen, weil die Preise steigen. Da kannst du auch als deutsche Regierung nicht mehr viel tun, der Fehler ist gemacht. Aber du kannst die größten beiden Inflationstreiber, Energie und Lebensmittel, morgen korrigieren. Aber davon ist kein Wort im Spiegel. Das Diese Probleme werden nicht angesprochen und über Lösungen wird nicht diskutiert, sondern da ist wird irgendwie geldpolitische Maßnahmen, der Habeck, der Kinderbuchautor, der genau weiß, wie man Pumuckl schreibt, der darf erzählen, was er dafür für Ideen hat, von denen er wahrscheinlich vor 3 Jahren noch gar nicht gewusst hat, wie man die buchstabiert. Irre. Und darum sage ich, das ist ein Verarschungsartikel vor dem Herrn, was der Spiegel da gemacht hat. Er macht den Leuten klar, Leute, wir haben ein Problem, Leute, wir verarmen alle, Leute, der Winter wird scheiße und Leute, die Regierung tut, was sie kann, aber das ist eine Naturkatastrophe, wir können eigentlich nichts tun. Also es ist abgelenkt davon, dass man was tun könnte. Und das ist die Verarschung. Alles politisch motiviert, ne? Es gibt den Universalschuldigen und deswegen müssen wir es so machen. Ja, es gibt zwei. Es gibt ja einmal Corona und jetzt haben sie Putin dazugenommen. Ist wie die Schwerkraft. Kann man nicht abschalten. Nee, kann man nicht.